des Vorstandes der Hanse Merkur möchte ich Sie ganz herzlich zur 41. Verleihung des Hanse Merkur Kinderschutzpreises begrüßen. Dieser Kinderschutzpreis ist ganz etwas Besonderes. Kinder und Jugendliche haben wenig Gehör bei uns in der Gesellschaft und sie können sich oftmals selber dieses Gehör nicht verschaffen. Deswegen ist es so wichtig, dass sie laute Stimmen bekommen. Unsere Preisträger, Sie hier im Saal, sind im allerbesten Sinne die Lobby von Kindern und Jugendlichen. Und das ist was sehr Tolles. Ein Kind, dem man heute seine Chancen, seine Sicherheit, seine Teilhabe oder seine Zuversicht beraubt, wird morgen Schaden nehmen. Und deshalb ist es wichtig, heute hinzusehen und heute zu handeln. Es ist mir tatsächlich eine ganz besondere Freude, in diesem Jahr die Schirmherrschaft über die Verleihung der Hanse-Merkur-Preise für Grundkinderschutz zu übernehmen. Zum einen, weil es der älteste deutsche Sozialpreis im Kinder- und Jugendschutz ist. Zum anderen, weil heute erstmals 13 Preisträgerinitiativen diese große Bühne betreten werden. Dabei beeindruckt mich vor allem die Vielfalt ihrer Projekte. Hoch engagierte Menschen, die sich für die kleinsten Mitglieder dieser Gesellschaft stark machen. Jedes Mädchen, jedes Kind, auch jeder Junge, der selbstbewusst ist, ist nicht so sehr das Ziel. Umso wichtiger ist es, dass sie Empowerment betreiben, dass sie die Menschen befähigen, dass sie ihnen Mut geben und Kraft geben und Selbstbewusstsein. Dafür danke ich Ihnen sehr. Ich darf nach vorne bitten. Safaya auf der Mauer und Mareike Gajewski. Veranstaltung, finde ich, bekommt man wirklich sehr, sehr viel Wertschätzung. Also von allen Leuten, die kommen auf einen zu, bedanken sich, was wir machen. Und es war ein so, so schöner Austausch, einfach Wertschätzung. Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr besonders hier. Was mich daran berührt, ist klar einmal das Thema als solches, dass Kinder diesen Schutz brauchen, dass wir viel mehr darüber reden müssen, dass es eben Missstände gibt. Der Preis bedeutet mir sehr, sehr viel, weil wir haben alle ein Ziel. Und unser Ziel ist es wirklich, dass jede Frau und jedes Mädchen so stark ist, dass sie weiß, wie sie sich wehren kann und dass wir das erreichen können. Und das ist was ganz, ganz Tolles.